Hallo ihr Quirlinge! In dieser Episode von Pathfinder Wrath of the Righteous kämpfen die Helden mal wieder gegen Kuram Zadeh. Mal wieder mit dem gleichen Ergebnis. Oder auch nicht. Los geht's! Die Helden haben einiges zu knabbern an den Gegnern rund um die Schwellenfestung. Wir sind bisher diesen Weg hier gegangen. Da gab es 3 Kämpfe. Einer war schwer, einer war total leicht. Der dritte war ja mittelschwer, aber wir hatten starke Unterstützung durch den Geschichtenerzähler und der hat einige Kohlen aus dem Feuer geholt. Sagt man das so? Kartoffeln, Kastanien. Also er hat irgendwas aus dem Feuer geholt, da sind wir uns einig. Und jetzt haben wir hier unten das nächste, was wir erkunden sollten. Und ich denke, da haben wir gleich den nächsten Kampf an der Backe. Ich hatte den Helden in der letzten Episode oder vor der letzten Episode die gemeinschaftliche Steinhaut gegeben. Die wirkt noch ein Weilchen. Hast ist weg. Soweit so nachvollziehbar. Gestorben ist in der letzten Episode keiner. Das ist gut für die Buffs. Aber wir können nicht rasten. Ich muss ein bisschen haushalten mit dem, was ich habe. Gucken wir mal, was so passiert. Also. Einfach mal hier runtergelaufen. Den nächsten Dämonenhaufen getriggert. Was ist das? Ach, das ist nur der Blutregen. Ah ja. Ah, nicht schon wieder. Wobei diese Flattermänner gehen. Die Marinette ist ätzend. Wer bist du denn? Aber da bewahre uns Sterbliche, die sich irgendwas tun. Oh, wer ist denn das da hinten? Ist das Kuram Zadeh? Ist das Kuram Zadeh? Nein, es ist ein boshafter Verheerer, ein chaotisch böses Konstrukt der Stufe 36. Na, Prost Mahlzeit. RK55, ja klasse. Da haben wir so einen boshaften Succubus-Scharfschützen, Schwärme, 2 Flattermänner und einen legendären Marinid-Oberhacker. Das ist neu. Und uns steht zur Seite. Hier war doch noch gerade jemand. Arsinoe. Ja, auch hier gilt, dass ich den Helden mal gerne eine Hast geben würde. Und das bedeutet, wir müssen abwarten, bis Wally dran war. Na, wir haben schon Besuch. Klasse. Wolli, gib uns hastig eine Hast. Gut. Dann stell dich an den dran für den Fall, dass es gleich einen Crit auf den gibt. Schattenfang. Der hat auch eine 55er RK. Ah, ist das ätzend. Der hat aber auch nichts, was man ihm wegbuffen kann. Ah, 55. 55. Schattenfang greift mit 44 an. Wir müssen eine 11 würfeln. Das ist unwahrscheinlich. Wir können Lan zuerst schießen lassen. Wenn Lan einmal trifft, dann ist die Rüstungsklasse um 2 gedimmt. Das sollten wir zuerst machen. Lan hat 4x die 43. 4x die 43. Er muss einmal eine 12 würfeln. Sollte doch zu machen sein, oder? Okay. Der war kein Problem. Wisst ihr, warum der jetzt tot war? Warum war der tot? Gerne in die Kommentare schreiben. Der war nur deswegen tot, weil ich Woljev, nachdem Woljev die Hast gezaubert hat, neben den Gegner gestellt habe. Nur deswegen ist der Gegner jetzt tot gewesen, weil Lan hat gekrittet im ersten Versuch. Das war pures Glück. Und dadurch konnte Woljev einen Gelegenheitsangriff machen, der wiederum hinterhältig war. Und wenn Woljev hinterhältig angreift, dann muss der Gegner
einen Zähigkeitsrettungswurf machen gegen immerhin Schwierigkeitsgrad 31 und das hat er nicht geschafft und deswegen ist er sofort gestorben. Das heißt, was ich damit sagen will, das einzige Detail, warum der Gegner jetzt tot ist, ist, dass ich Wolf nochmal umgestellt habe. Also was man in diesem Spiel auf einem hohen Schwierigkeitsgrad in den taktischen Rundenkämpfen alles beachten kann, wenn man möchte, um ans Ziel zu kommen, das ist wirklich unfassbar. Unfassbar. Ich bin immer wieder selbst übermannt und überrascht, welche Finessen das Spiel bereithält. Und ich bin beileibe nicht derjenige, der wirklich in den allertiefsten Tiefen unterwegs ist. Ich bin schon tief, aber den Grund sehe ich noch nicht. Ja? Bin mal gespannt, wer von euch gewusst hat, warum der jetzt tot war. Und das ist nur an meiner Umpositionierung von Wolf lag. So, Lan, das war großartig, Lan. Das war echt klasse. Also Lan und Wolf geben sich ein High Five. Ja, jetzt haben wir dort hinten die Schwärme alle also ein bisschen auseinander. Vielleicht lasse ich die beiden letzten Schwärme auch mal noch ziehen. Einfach um mal zu wissen, was da so... was da so geht mit Ember und Co. Jetzt kommt wieder so ein Flattermann wahrscheinlich, der nächste. Ja, das können wir uns gleich nochmal machen. Aber diesmal ist Land nicht mehr dran. Oh, das sieht nicht gut aus für Arsinoe. Die sind alle so schnell. Au. Oh, die arme Arsinoe, die ist ja völlig eingehüllt von diesem fiesen Viehzeug. Da müssen wir dringend mal aber uns so bewegen, dass wir hier röhren können mit Aivu. Wer ist denn das? Ach! Ihre Majestät hilft mit, finde ich gut. Ja, das hat den Schrecken wehgetan, aber nicht weh genug. Daran müssen wir jemanden debuffen. Out of my sight. Oh ja, den Marinid müssen wir dringend debuffen. Ganz dringend müssen wir den debuffen. Dann können wir ja auch erstmal warten, bis genau das passiert ist. Oder bis wir es versucht haben, bis es passiert ist. Es kann Runde 4 sein. Deswegen gibt es auf jeden Fall den Glückspilz auf Daran. Wo ist denn Daran? Das ist Daran. Das ist so sehr gut. Das passt. So. Ah, viel mehr kannst du gerade... Na gut, du kannst uns ein Gebet geben. Das hilft uns allen. Dann aber bitte so, dass wir hier den maximalen Eindruck auch bei den Gegnern machen. Gut, der Dicke hinten ist nicht dabei. Das ist halt jetzt Pech. Danke, Soziel. Daran, das wird jetzt hoffentlich was. Die Buffe, den legendären Marilith-Oberhenker. Das funktioniert auf Anhieb diesmal. Eine 17 und eine 16 gewürfelt, so kann das nämlich funktionieren. Und dann ist Führerschaft weg, unheilige Aura weg, wahrer Blick weg, Magierrüstung weg und Schild weg. Alles sehr wichtige Dinge. Da ist die AK noch gleich runter auf 39. Und da ist noch eine Steinhaut drauf. Wir könnten nochmal debuffen. Katzenhafte Anmut, das hilft alles. Aber 39 ist ja schon gar nicht so verkehrt. So, da steht Wolli. Wolli kann hüben wie drüben Gelegenheitsangriffe machen, wenn jemand crittet. Aber um den muss ich mich auch kümmern. Aber hier viermal... die Schnauze dagegen zu hauen, ist auch gut. Ja, sehr schön. War noch ein Crit dazwischen, oder? Sah so aus. Wolf hat irgendwas gemacht. Gut. Danke. Jetzt Schattenfang. Aha. Sie ist... die Marilith ist erschüttert und blutet. Halbtot.
Galfried kann da nur einmal beißen. Irgendwann muss ich dort hinten hinstellen. So, Nokori, wo stehst denn du? Du stehst mittendrin. Das, da kannst du nur einmal hauen. Da kannst du auch einmal hauen. Nokori ist bei beiden hier drin in der Zwickmühle. Das ist überhaupt nicht gut. Der Marinid kann sechsmal zuhauen. Wir kriegen den in der Runde nicht klein. Erst in der nächsten. Ich muss nur Kuri aus dem Gefahrenbereich rausziehen. Wenn die fällt, dann können wir von vorne anfangen. Das tut mir jetzt echt ein bisschen leid, aber das ist auch alles total uncool. Aber so ist es nun mal. Können wir noch irgendwas Böses machen? Berührungs-RK 21. Ja. Wir haben beide den Schneeball abbekommen. Der hat sich in der Mitte geteilt. Oh, ein bisschen Schaden. Das waren insgesamt an die 100 Schaden. Mit einem simplen Schneeball. Damit bin ich zufrieden. Ember. Ja, Ember hätte ich natürlich sehr gerne. So. Können wir dann hier mit der Feuerschlange was ausrichten? Müsste die Schwärme am besten treffen. Oh, ihr trifft sie ja alle. Das ist nicht so schön. Ne, es ist nicht schön. Das ist mir zu doof. Dann opfere ich doch einmal einen ordentlichen Feuersturm. Ja, die Feuerschlange, die ich letzte Episode so gelobt habe, die war nur deswegen so gut, weil sie maximiert war durch dieses verzehrende Lustzauber-Zepter. Das habe ich damals nicht gesehen. Feuersturm ist Rang 7. Schnell zaubern. Schnell zaubern. Maximieren 6. Maximieren 9. So. Zauber maximieren Stufe 9 und dann einmal ordentlich so ein Ding hier rausgehauen. Drei Schwärme weg. Sehr gut. Einer ist, glaube ich, noch da. Gut, Ember. Jetzt kommt der. Was macht denn der? Auf Nokori. Nicht zu glauben. Und dieser Scheißschütze krittet schon wieder. Ich habe es genau gesehen. Mein armer Galfried. Er lebt aber noch. Okay, Volley. Rüstungsklasse 39. Siebenmal. Das kann klappen. Naja, es klappt nicht, aber du hast uns geholfen. Lan. Ja, du bleibst auch da dran. Läuft doch eigentlich. So, die haut hier nicht mehr irgendwen. Prima. Stück weg. Ibu. Wir bräuchten Heilung auf Galfried.
Der hat eine RK von 55. Müssen wir den debuffen? Nee, der hat nur eine unheilige Aura. Ah, das ist übel. Dann machen wir erstmal eine Heilung auf Galfri, damit er stehen bleibt. Das freut Galfried. Soziel. Den zu debuffen, das geht nicht. Den debuffen geht nicht. Das ist kein Problem. Den kriegen wir in den Griff. Was machen wir jetzt? Zähigkeit ist ein Problem, Wille ist ein Problem. Berührung 25er, Rüstungslast ist aber echt noch ziemlich viel. Ich weiß noch nicht, was ich mit dir machen soll. Warte mal ab. Bei Deran sieht es aber eigentlich genauso aus. Ja, die AK hier ist. Die AK ist zu hoch. Die ist viel zu hoch. Schattenfang nicht durch. Ja, doch, weil er Tierwachstum hat. Okay, deswegen kommt er durch. Ja, habe ich vergessen. Ah, scheiße. Wie eine Elfe weicht der Succubus-Scharfschütze aus und er ist total gefährlich. Die Runde läuft jetzt bisher nicht so gut. Irgendwer, ich glaube, der Dicke hat es auch auf eine Kuri abgesehen. Ziehe ich sie einfach zurück? Oh, Schneeball werfen vielleicht? Ist was Billiges? Zähigkeitswurf muss man machen. Zähigkeit 10, wir müssen einen 9 würfeln. Das kann man schon mal probieren. Finde ich. Also er ist ja auch schon ordentlich gedebufft. Blutung erschüttert, gegnerisches Gebet, Aura der Verderbtheit, auf dem falschen Fuß erwischt. Ja, Nukuri geht mal ein Stück zurück und wirft einfach mal einen Schneeball. Hat Wolli auch was abbekommen? Ey, lass Wolli in Ruhe. Sonst kriegst du Ärger mit mir, Nokori. So. Ja. Da hinten steht halt Galfried in der Schlange. Ich glaube, ich mache keine Feuerschlange. Ich mache eher einen ganz ordinären Höllenfeuerstrahl. Den hätte ich aber gerne maximiert. Kannst du noch ein Stück weggehen? Das ist mir ein bisschen zu nah alles hier. Oh, sehr schön. Das war die richtige Entscheidung. Klasse. Ember, super. Ja, ihr. Kriegen wir das Ungeziefer noch irgendwie weg? Oder wir lassen erstmal den Dicken drankommen, dann weiß ich nämlich, ob ich eine Heilung brauche. Ist vielleicht schlau, oder? Wir lassen den Dicken und Gallfrei mal dran gewesen sein. Alles auf Aibu. Eieieiei. Oh, Aibu. Das sieht ja echt übel aus. Deran. Dann mach du die Heilung. Danke. Ja, den Dicken muss irgendjemand tanken. Am besten Borstel. Borstel ist ja wieder frei dann nächste Runde.
Bei dem Dicken habe ich noch keine Idee, wie ich den legen soll. Der ist noch full HP. Puh. Der ist ja auch gegen fast alles immun. Gegen fast alles ist der immun. Wir müssen da mit Lan und den Tierchen da draufhauen, hoffen, dass wir ihn klein knacken. Schlich mal dahin. Vielleicht gibt es uns mal ein bisschen Heilung hier auf alle. Dann ist Ember nicht dabei. Ember braucht aber. Da ist wieder Millimeterarbeit hier. Ich muss an diesem scheiß Korpus vorbei. Jetzt. Ember mit drin, Galfried mit drin. Perfekt. So. Diese doofe Schützin, die... Oh, die krittet schon wieder. Jedes Mal krittet die. In jeder Runde krittet dieses Mistschick mindestens einmal. Das ist furchtbar. Oh. Voljev. Dieser boshafte Verheerer ist nicht immun gegen die Energie, Ramme. Ach, Sosia ist wieder ganz zuletzt dran. Och, ist doch immer was. Irgendwas ist doch immer. RK 55. Lan muss einmal treffen, damit wir die RK um 2 Punkte debuffen. Da muss Lan einmal eine 14 würfeln. In 4 Versuchen, in 5 Versuchen. Das klingt eigentlich machbar, auch ohne Hauch des Guten. Aber wahrscheinlich verwünsche ich mich gleich. Ich versuch's mal. Oder schieß mal die um. Nee, schaffen auch die anderen. Ja, gut. Gut. 53er AK ist schon mal ein bisschen besser. Berührungs-RK auch nur noch 23. Danke, Lan. Aibu. Ah, 53er RK. Du greifst mit 49 an. Müssen eine 4 würfeln. Oh, kann man ja eigentlich schaffen. Zweimal. Hätte mehr sein können. Voljev. Ah, dich dahin zu schaffen ist echt gefährlich. Schaff die lieber mal dahin. Hinterhältig, aber Zähigkeit Rettung, schade. So, Main Tank Borstel hier ran. An den Schrott, nicht an den Speck. Ah, sogar getroffen. Schattenfang bräuchte fast schon Heilung. Wer erledigt jetzt eigentlich das da hinten, das Viehzeug? Das muss Ember irgendwie machen. Auch getroffen. Gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Hier warte ich mal ab. Galfried. Ja, gut. Der Schütze schießt nicht mehr. Ember. Hm. Gegen zielgerichtete Zauber. Feuerball oder brennende Hände. Da stehen die anderen aber auch mit drin.
Da steht Ember da vorne. Das ist uncool. Ember müsste doch trotzdem mit Feuer einen Schaden auf den da machen können, richtig? Aber hallo! Ich hätte ihn gekillt, einfach so. Aber der ist legendär, der steht in der nächsten Runde wieder auf. Danke, Ember, das war beeindruckend. Nokori, ja, ja, vielleicht haut Gallfrei ja diesen Schwarm weg. Kann ja sein. Wobei, steht er jetzt schon wieder auf, der Dicke? Ne, erst in der nächsten Runde. Gallfrei hackt auf den Schwarm. Ja, soweit so klar. Ah, ich traue mich nicht, Nokori da hinzustellen. Weil das so ein dicker Gegner ist. Wenn der aufsteht und dann Nokori ins Visier nimmt, dann kann das dumm ausgehen. Und irgendwas, was hier so Schadens, also Flächenschaden macht, sehe ich jetzt bei Nokori gerade nicht, deswegen wird sie wahrscheinlich stehen bleiben. Achso, ich habe aber mal gesagt, ich glaube letzte Episode habe ich das gesagt, wir sollten mal hier den Schild benutzen. Die leuchtende Aura können wir mal anschalten. Einmal pro Tag können wir uns da was aussuchen. Da haben wir hier, wenn wir die leuchtende Aura benutzen, alle Gegner in einem Umkreis von so und so wie Fuß stehen unter dem Effekt des Feenfeuers. Alle Gefährten erhalten einen Verständnisbonus auf Rettungs- und Fertigkeitswürfe und landet ein Gegner einen kritischen Treffer gegen den Träger oder einen Gefährten, muss der Gegner einen erfolgreichen Zähigkeitswurf, Schwierigkeitsgrad 30 immerhin, durchführen. Oder er wird geblendet und verlangsamt. Und das Wichtigste ist eigentlich das, was hier jetzt kommt. Außerdem wird jegliche Heilung des Schildträgers, also Nokoris, auch alle Gruppenmitglieder um 1d6 plus Stufe des Schildträgers heilen. Also so 1d6 sind immer 20. Das heißt, wenn Nokori jetzt hier in die Mitte geht, damit hier alle möglichst drin stehen. Machen wir das hier mal an. Leuchtende Aura. So. Dann müsstet ihr die eigentlich alle haben. Ja, genau. Wenn jetzt irgendwer... Na, guck mal, wenn jetzt Deran einen... Ah, das nutzt... Nee, das nutzt nichts. Das sehen wir gar nicht. Ich wollte jetzt Deran eine Energiefokussieren machen lassen. Aber dann ist Nokori schon komplett heile. Das sehen wir gar nicht, ob das dann nochmal zu weiteren... Ach doch, das sehen wir, oder? Wenn Deran jetzt Energiefokussieren macht, dann bekommt Nokori Heilung. Durch die leuchtende Aura kriegt es extra Heilung in Höhe von 20 plus 1W6 auf alle anderen. Das können wir ausprobieren. Das kann aber auch Soziel machen. Aber erstmal Soziel. Bei deren brauche ich vielleicht noch. Also Soziel macht das mal. Stehst du günstig, Soziel? Ja, mach mal. Und genau beobachten, was passiert. Hat jetzt die leuchtende Aura aber nichts gebracht, ha? Huh? Ich dachte, das jetzt ist weiter kaskadiert. Aber das tut es nicht. Schade. Deran. Du schaffst keine 76 Schaden mit deinem Feuersturm. Mach Stufe 9 maximiert, dann geht's vielleicht. Dann sind wir diesen scheiß Schwarm los. Ja, gut. Ausschalten nicht vergessen, danke. Schwarm erledigt. Du gehst ein bisschen weg, weil der Dicke steht gleich wieder auf. Jetzt müssen wir den Dicken erstmal aufstehen lassen. Lan wartet ab. Aivu stellt sich daneben, steht glaube ich auch daneben. Heilt sich selber. So, prima. Woljev, der steht da gleich wieder auf. Dann können wir diese Gelegenheitsangriffe gleich wieder abgrasen. Da ist Woljev ganz besonders wichtig. Der steht hier.
Borste steht dort schon. Schattenfang steht dort auch schon. Galfried müsste ich erstmal hinschaffen. Ember wartet ab, was jetzt passiert. Ja, das hat auch wieder was gebracht. Soziel ist schwer belastet. Was ist denn da jetzt passiert? Blasphemie. Was macht denn das? Ach, Gewicht, geschwächt, verliert an Stärke. Das ist sehr gut. Das ist nicht so schlimm. Ja, die Gelegenheitsangriffe haben ihm schon wieder ein bisschen was abgezogen. Das war auch wieder schlau, da Leute hinzustellen. 59, 22, 16, 33. Ja, immerhin. Gut. Seine RK liegt bei 54. Hat er jetzt eigentlich die Debuffs noch? Nee, hat er nicht. Schattenfang. Gut. Sehr gut sogar. Lan. Borstel. Gallfrei. Was? Kein einziger Schlag? Ehrlich? Jetzt muss ich kurz über... Was ist mit Wolf los? Wolf, was ist los? Ach, benommen. Ach, Wolli, du wirfst immer so Scheiße bei sowas. Aber wegen dir mache ich jetzt kein End-Debuffen. Ich traue mich nicht, Nokori dahin zu schicken. Bisschen Schaden. Ember. Maximierter Höllenfeuerstrahl müsste doch eigentlich sein Übriges tun hier. Ja, down. Und Wolli kann wieder zu sich kommen. Puh. Schwierig. Wer braucht Heilung? Ich glaube, Schattenfang. Schattenfang bräuchte Heilung. Das kann Aibu machen. Die Steinhaut, die wirkt noch eine Weile gut. Und eure belastende Blasphemie, die ist in 2 Sekunden weg. So, wunderbar. So ist sie jetzt immer noch belastet. Etwas leicht. Hä? Ach so, sie hat Stärkeschaden abbekommen. Na, da schau an. Ember auch? Ne, Ember nicht. Nur so sie. Minus 6, das ist viel. Ah, Ivo, komm, du bist ja unser Sanitäter. Genesung. Auch nicht reicht das. Ja, Stärke zurück. Sehr gut. Das fluppt doch so halbwegs. Okay, gut. Wolli. Gibt es hier was zu plünderisieren? Ja, da. Und dort vorne liegt auch noch dieser Schütze. Dort ist auch was abzugreifen. Jawohl. Was sagt Frau Majestät? Frau Majestät sagt, trödelt nicht, Kommandantin, führt eure Truppen vorwärts, wir werden hier die Stellung halten. Und Arsinoe, die muss da auch wieder aufgestanden sein, oder? Die war doch, ach da, die steht hinter der Keule. Ich bleibe hier, falls sie Verwundete bringen, die Hilfe brauchen. Okay, ja, löblich. Speichern.
Kampf für Kampf rücken wir der Schwellenfestung immer näher auf die Pelle. Und ja, der Weg ist serpentinförmig. Hier oben lang, dann wieder nach unten. Jetzt müssen wir hier nach drüben und dann ist bestimmt hier, ist mindestens der nächste Kampf, wenn wir Pech haben, dann schon hier in der Ecke. Ah, das sieht doch schon so kampfig aus hier unten. Wer ist es diesmal? Keiner? Ehrlich? Let us be off. Hier ist kein Kampf. Ich hätte gedacht, dass hier in der Ecke noch einer ist, weil hier oben, wo das schon aufgedeckt war die ganze Zeit, da erwarte ich ja einen Kampf. Koramzadeh diesmal, oder? Das sind die freien Kreuzfahrer, die uns da helfen. Ist das diesmal Koramzadeh oder wer ist es diesmal? Diesmal ist es wirklich Koramzadeh. Er ist ein Level 40 Gegner. Ach ja, RK63. Ich kotze jetzt schon. Aber der kann gedebufft werden. Erfahrungsgemäß. Ging bei den anderen Balors ja auch. Okay. Auch jetzt gilt, dass ich gerne die Hast hätte von Wolli. Das heißt, wir müssen warten, bis er einmal dran gewesen ist. So, noch einer. Jetzt Wolli. Gib uns bitte nochmal die Hast. Okay. Ja, das ist Koramzadeh. Mit dem müssen wir uns gleich auseinandersetzen. Die Barbaus, das ist Level 13, das ist irrelevant. Was bist du? Das bist so ein Hautloser. Level 31, das kann gefährlicher sein. Wieder so ein Wawakia. Ach, so ein Wawakia macht ja... Was macht so ein Wawakia? Oder was macht dieser Wawakia? Odemwaffe. Grünes Feuer. Okay. Grünes Feuer. Mächtige Unsichtbarkeit haben wir auch im Spiel. Vielleicht buffen wir uns erstmal entsprechend. Das heißt, Wolli bleibt hier stehen. Ich bräuchte irgendwie so einen... Ich glaube, Deran kann uns den wahren Blick geben, den gemeinschaftlichen solchen. Genau. Damit wir durch diese Täuschungen durchsehen. Ja, wir bleiben erstmal alle zusammen. Wir brauchen noch irgendwas gegen Feuer. Feuerresistenz, gemeinschaftliche. Du kannst es nicht mehr. Wir kannten das noch. Nokuri vielleicht. Nokuri, ja, du kannst es noch. Ja, gib mal Feuer widerstehen. Gut. Kannst du uns noch irgendwas geben? Willst du uns noch irgendwas geben? Du könntest uns ein Gebet geben. Aber das machst du lieber in der Nähe der Gegner. Ziehe ich uns jetzt auseinander oder ziehe ich uns nicht auseinander? Ich ziehe uns auseinander. Oh. Ja, danke für den gemeinschaftlichen Warenblick, weil den hatte ich nicht gesehen. Übel, da ist ja noch einer. Okay. Da geht er mal. Hast du Todesschutz? Ja, hast du. Okay, geh da mal ran. Hä, wer war denn das? Aranka. Achso, das ist ein Aranka Tal Kel 5 Messer.
Ja, also die Freie Kreuzfahrer helfen uns hier. Mal gucken, wie gut die sind. Nokori. Nee, Ember. Die sind zu weit weg, als dass du was machen könntest. Du stellst dich mal da hin und lauerst. Lan kommt auch. Ja, du kannst auch nicht schießen. Lan geht mal dahin. Soziel. Ja, wir müssen in der nächsten Runde müssen wir mindestens einen debuffen. Und zwar den dicken. Also bleibst du neben Deran stehen. Die Tierchen können vielleicht zum Galopp ansetzen. Das hatte ich hier, habe ich hier zugeparkt, leider. Das würde gehen. Ist das schlau? Wahrscheinlich nicht. Mach ich's? Wahrscheinlich trotzdem. Aber vielleicht lassen wir erstmal den Main Tank nach vorn laufen. Das ging ja sogar auch. Wir haben die AK von 63, war es ja, glaube ich, hier. 39. 52. Naja, Hauptgegner, Haupttank. Boss hat eine RK von 76. Angeberschwein. So. Galfried. Oh, ein Crit. Schön. So, und den da, also Schattenfang. Oh, jeder Watscher ein Treffer. Sehr gut. So, jetzt rappelt sich hier der Rest und jetzt geht's richtig los. Toll. Ja, du bist ein Angeber. Steht mein Schwein noch? Gerade noch so! Scheiße, ey. Okay, was kann ich denn da überhaupt machen? Das Problem ist, Deran kommt ja auch nicht wirklich ran, um da zu zaubern, oder? Wir müssen erstmal gucken, wie ist Deran. Der hat ja jetzt. Ja, du bist auch noch da. Ja, ist ja okay. Ne, Deran kommt. Ja, doch, Deran kommt in Zauberreichweite für die. Für das End. Zauberisieren. Ja, gut. Dann würde ich erstmal das abwarten, weil das müssen wir ja sowieso machen. So, Soziel gibt Deran den Glückspilz. Der ja sowieso ist, weil er nur Kori um den Finger gewickelt hat. Und dann kommt Soziel hier in die Nähe. Und gibt uns noch ein Gebet. Ja, geht's noch ein bisschen mehr? So minimal mehr? Da bist du schon im gelben Bereich. Das geht gerade noch so. Doch erst nächste Runde? Schade. So, Herr Glückspilz. Wie nah musst du denn ran? Ah, schon bis mindestens hier. Noch näher. Noch näher. Steht der hier im Weg? Kann nicht wahr sein. Aber jetzt müsste es doch langsam gehen. Mächtiges Magiebannen auf Kuramzade. Drückt uns allen die Daumen, bitte.
Ja! Oh, schön. Unheilige Aura weg, unsichtbares Sehen weg, großer Heldmut weg, sechster Sinn weg, wahrer Blick weg. Aber irgendwelche Sachen, die ihm die RK buffen, sind dadurch nicht weggegangen. Aber eine 20 gewürfelt, das ist schön. Was war denn alles für eine Schwierigkeitsgrad? 31. Wir haben immerhin den Modifikator von 23. Also ab einer 8 schaffen wir es halt. Ja? So. Gut, die RK ist doch trotzdem ein bisschen geringer, aber... Wobei, der hat gar nichts, was ihm die RK hochhaut. Tatsächlich, der hat gar keine Rindenhaut, Steinhaut, Schild und so ein Kram. Oh, das ist nicht gut. Trotzdem, das hat geholfen. Das will ich mir einreden, dass es geholfen hat. So, Nokori. Die Berührungs-RK von diesem Hirsch ist jetzt 32. Boah, übel. Wir dürfen auch nicht vergessen... Warte mal kurz gucken, ob ich es richtig sage. Er hat das Gemeinschaftstalent ausmanövrieren. Wenn er uns in die Zange nimmt, hat er nochmal plus 4 Angriffs aus seiner Angriffswürfe. Das ist eh schon viel. Das ist zu viel. Wir müssen sehen, dass wir die ganzen Kleinen loswerden, damit die Zange nicht mehr da ist. Und dabei denke ich unweigerlich an Ember. Ja, vorher müssen wir auch echt eine Massenheilung machen. Ich habe aber niemanden, der das machen kann. Ich glaube, der Main Tank ist gleich weg. Scheiße. Ember. Einen maximierten Feuersturm oder zwei? Was ist uns lieber? Mach mal einen maximierten. Auf den da. Zwei, drei Babaus weg. Okay. Was hat denn der Dicke abbekommen? Wahrscheinlich gar nichts. Doch 64. Danke, Ember. Eieieiei. Was mache ich denn davon mit der Heilung? Die Tierchen sehen überhaupt nicht gut aus. Meine Heiler waren schon dran. Der Einzige, der noch heilen kann, ist Aivu. Und genau, Aivu kriegt hier eine auf die Schnauze. Und zwar richtig übel wahrscheinlich. Aber ich muss es machen, ich muss heilen. Was soll ich denn sonst machen? Lass mal Lan drankommen. Lan kann nämlich vielleicht den ein oder anderen Kleinen abräumen. You won't survive me.
Okay, das habe ich mir jetzt nicht vorgestellt, obwohl ich natürlich froh bin, dass du den aufs Korn nimmst. Berührungs-RK 19, Zähigkeit 23. Vielleicht schafft es Wolgif, den wegzukicken. Mit der Energieramme, wenn er überhaupt nah genug rankommt. Aber Wolgif kann sowieso nicht heilen. Also insofern ist es vielleicht ein Versuch. Ah, du bist echt noch da hinten. Ja, Energieramme auf den. Versuch mal dein Glück. Ja, tut ihm weh. Aber ansonsten beeindruckt ihn das wenig. Kampfmanöver Ansturm scheitert. 4 gewürfelt. Aber das wäre auch nur bei der 20 gegangen. Gut. Ja. Dann warst du auch dran. Gut, ich muss es wagen. Ich muss Borstel heilen. Dann kriegt Al-Iva eben was ab. Das kann ich jetzt auch nicht ändern. Huh, fehlstark. So, sehr schön. Es ist verlockend, jetzt hier zu röhren, aber ich mache eine Heilung. Eine Massenheilung kannst du ja leider nicht. Wir haben da auch keinen Zauber. Haben wir einen Zauber für Massenheilung? Das wäre schön. Massen... Ach, wir haben... Echt, wir haben eine Massenheilung. Och, das ist ja toll. Gut, dass ich da nochmal nachgeschaut habe. Wow. Dann macht Aivo jetzt genau selbige. So, Borstel, Schattenfang, Galfried alle geheilt. Sehr gut. Der Ekorche Folterer hat sogar noch Schaden bekommen, weil es ein Untoter ist. Ein angenehmer Nebeneffekt. So, jetzt kann ich mich ein bisschen entspannen hier. Schattenfang. 6-mal hier angreifen. Oder den. Ich habe erst den kleinen weggemacht, weil der Dicke jetzt hier sonst einen Zangenbonus kriegt, höchstwahrscheinlich. Fällt mir auch überhaupt nicht. Vielleicht holen wir noch ein paar Leute dazu. Wie wär's denn damit? Wir haben den Humpen noch. Vielleicht hilft das ja. Nokori darf noch was machen, ist interessant. So, wie war das, wenn Nokori selber Heilung bekommt? Dann bekommen alle anderen durch diesen Schild-Effekt das auch. Aber sie müssen in einer Reichweite von 30 Metern sein. Wo ist denn Galfried? Wieso hat Galfried diesen Effekt nicht? Schattenfang hat den auch nicht. Genau, die bräuchte aber noch ein bisschen Heilung. Komisch, Bossler hat den auch nicht. Ja. Erschüttert. Nochmal ein aufmunterndes Lächeln geben, damit das alles weg ist. Dieses erschüttert. Halt. Bringt das wohl was? Stufe 4 war das. Ne, Stufe 3. Erschüttert wird dadurch weggemacht. Das ist doch schon mal gut. Dann macht das.
Es ist die Erschütterung weg bei euch. Immerhin. Okay, danke, Nokori. Borstel. Ja, hier haben wir so eine Zangensituation. Der da muss eigentlich dringend weg. Das wird Galfried als letzter, der hier noch dran ist, aber wahrscheinlich nicht schaffen. 118, RK 39, er rechnet nicht damit. Aber wer deines Besseren belehrt, sehr gut. Wobei, der hier wird den Zangenbonus gleich wieder herstellen. So, ihr seid dran. Das war Schattenfang. Kell 5 Messer ist irgendwie in Panik. Scheiße. So. Wer ist gestorben? Main Tank steht gerade noch so mit den letzten 5 HP. Die Mieze liegt. Aber hat noch alle ihre Buffs, das ist gut. Was ist mit Galfried? Galfried dürfte nicht so viel abbekommen haben, der stand zu weit weg, ja. Okay, war übel, aber es war glimpflich. Unsere ganze Verstärkung ist hier ein riesengroßer Matsch. Aber wir können wieder neu was machen. Müssen wir den Vavakia debuffen? Ich glaube nicht. Wir müssen Kuramza D einmal mit Land treffen, dann ist die RK noch um 2 Punkte geringer. Das wird das, was diese Runde passieren muss. Das heißt, Hauch des Guten auf Land. Und dann Massenheilung. Auf dich. Selbst, ja. Gut, danke. Deran müsste vielleicht noch mal hinterher heilen, was Borstel angeht. Da bin ich aber gerade ein bisschen unschlüssig. Das überlege ich mir noch. Ember. Erstmal landen. Lan, du musst einmal Kuramza D treffen. Einmal in dieser Runde. Das ist so das Minimum. Ja, sehr gut. Damit haben wir ihn auf 59 runter. Immerhin. Wir sind mit kleinen Fortschritten zufrieden. Woljev. Hätte ja Bock drauf, dass du den dran nimmst. Aber nicht alleine. Dann sollte die Aibu zur Seite stehen. Die allerdings auch Borstel nochmal weiter heilen könnte. Das ist nämlich auch noch notwendig. Dann ist mir das lieber, weil Borstel der Main Tank ist. Ja, mach das mal. So, gut. Ja, Schattenfang ist jetzt schwierig. Aber ich kann ihn noch verzögern. Ember. Ja, den kriegt Galfried weg. Ich will versuchen, die Zangenboni der Gegner auch ein bisschen zu minimieren. Berührung 19.
Ich hätte gern Schnellzauber und 6 Zepter. Haben wir da eins? Schnell zaubern. Stufe 6, das passt. Metamagisches Zepter schnell zaubern, Stufe 6. Damit kann sie 2 Stufe 6 Zauber machen. Und dann würde ich dem Kollegen mal 2 Höllenfeuerstrahle rüberschicken. Weil der eine Berührungs-RK von 19 hat. Ja, immer so weitermachen, aber na gut, das waren so an die 400 Punkte. Oder 300. Das war schon nicht verkehrt. So, wir müssten Schattenfang noch heilen. Idealerweise. Aber Deran jetzt da vorne hinzustellen, ist zu gefährlich. Was kannst du denn den Gegnern Böses tun? Ich überlege mir mal, was er machen kann. Mit ein bisschen Glück kann ich Deran so stellen, dass er mit massenkritische Wunden heilen Schattenfang in den Radius bekommt, ohne dass die Gegner drin stehen. Mal gucken, ob das gelingt. Schattenfang ist drin, Koramza D eigentlich nicht. Wawakia sowieso nicht. Leider ist er da auch drin. Das kann ich aber, ist also hier der, unten hier unten links. Aber dann ist es halt so. Oder kann ich es noch ein bisschen genauer machen? Nee. Lieber unten der Dicke als Koramza D. Koramza D darf nicht mit drin sein. Nehmen wir nochmal 41 bei Schattenfang. So, Nokori. Wir könnten vielleicht Nokori neben ihn stellen. Und dann Voljev dazu nehmen. Nokori hat eine RK von 37, das ist echt nicht viel. Und der greift x-mal an. Gut, der ist erschöpft. Warum auch immer. Geblendet. Auch von irgendeinem Effekt, was auch immer. Es kann auch von der Wawakia sein. Die hat ja da keine Rücksicht genommen. Aber da greift halt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal an. Nokori hat eine RK von 37. So 1, 2, 3, 4, 5 Treffer auf alle Fälle. 5 mal 40. Nokori frisst 200 Schaden. Das ist zu riskant. Das ist zu riskant. Wenn da ein Kind dazwischen war, dann gute Nacht. Das kann ich nicht machen. Tja. Ich könnte versuchen, Schattenfang da unten hinzuziehen. Aber wenn der aufsteht. Wenn er liegt, ist auch nicht besser. Dann hackt die Wawakia auf ihm rum. Eieiei, lass den Schattenfang mal aufstehen. Mal gucken, was dann passiert. Mehr Heilung kann ich ihm momentan sowieso nicht angedeihen lassen. Schattenfang, steh mal auf. Schwein gehabt. So. Gelegenheitsangriff gibt es nicht mehr. Schattenfang hat eine Rüstungsklasse von 62. Dann stelle ich dich mal hier hin. Mehr kannst du nicht machen.
So, gucken wir mal da hinten. Borstel. Ja, du musst schon an ihm dranbleiben. Das bringt zwar nicht viel, aber versuch's. Galfried entledigt sich dem hier. Gut. Ja, jetzt ist die Frage. Woljew. Du läufst hin, machst einen Hinterhältigen. Und Woljew hat eine RK von 36. Ist noch schlechter als Nokuri. Boah, nee, das mache ich nicht. Das ist mir alles zu heiß. Ich mach nur den. So. Und Nokuri. Berührungs-RK hat der von 30. Gib ihm eine mit. Zieh dich ein bisschen zurück hier aus dem ganzen Gefahrenbereich. Und dann gucken wir, was die Gegner machen. Achso, Soziel wäre noch dran. Kell-5-Messer ist in Panik. Ja, Schattenfang kann den nämlich tanken. Ramsade peitscht auf Borstel, so soll das sein. Okay, so weit, so gut eigentlich. Als nächstes ist der Frohlikai dran. Ich würde mal sagen, da läuft... Ja, mach doch, was du willst. Da läuft Woljew mal hin und versucht mal, ihm das Messer in irgendeine Rippe zu stechen. Oder zwischen zwei ist vielleicht sogar besser. Schattenfang fungiert ja als Zangengeber. Mal gucken, was jetzt passiert. Nicht wirklich viel. Da hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Okay, das war Woljew. Dann lassen wir als nächstes Schattenfang den Frohlikai zerkauen. Weil ich muss wissen, ob Lan da noch aktiv werden muss oder ob Schattenfang das schafft hier. Schafft es knapp nicht. Das ist schade. Aber das schafft Ember, wenn die noch zwei Höllenfeuerstrahlen sich holt durch das Schnellzauberzepter, was noch aktiv ist. Dann kann sie den Frohlikai legen. So, eine Gefahr weniger. Und der zweite, den wir noch haben. Berührungs-RK 30. Berührungs-RK 18. Ja, haut rein. Gut. Dann ist das nächste Ziel. Wawakia hat RK 53. Da hinten steht Lan. Soziel. Achso, du kannst hier weitermachen. Das ist egal. Oh, trifft sogar. Gut. Heilung braucht Borstel nicht. Galfried wird... du kannst... Du fängst ja dann Gelegenheitsangriff ein. Mal gucken, du hast ja unterhast. Kannst du denn hier irgendwie... Nee, du bist zu nah dran. Dann beiß ihn. Oder halt nicht. Soziel.
So, Siel, ich hätte gerne eine Heilung auf Schattenfang und Hauch des Guten auf Lan. Kommst du da echt nicht mehr ran? Echt? Aber du stehst doch direkt daneben. Das muss doch gehen, natürlich geht das. Meine Güte. Okay, so. Lan. Zusatzschuss. Oder auf die Babakia. Da war ein Crit dazwischen. Ich hab's genau gesehen. Noch 136. Jetzt ist die Frage, ob wir die noch in dieser Runde klein kriegen. Irgendwie. Heilung braucht gerade niemand. Wir könnten mal den Röhrer probieren. Dann wird es auf jeden Fall noch ein bisschen knapper. Noch 101 Trefferpunkte. Ich weiß nicht, wer die noch hier wegnehmen soll. Denn nur noch Nokori und Daeran sind dran. Daeran. Berührungs-RK 15. Das ist die Tür, durch die wir gehen müssen. Aber womit? Du bist keine Ember. Kältekegel. Flammenschlag. Wie gesagt, er ist keine Ember. Elektrizität ist, glaube ich, sogar Immunität, oder? Wie ist das hier bei dir? Genau. Elektrizität und Feuer sind verboten. Da macht nämlich Daeran keinen Schaden. Säule des Lebens. Nee. Ich meine, wir könnten es mit einer Klingenbarriere versuchen, über beide drüber. Die macht ein bisschen Schaden. Auch bei dem Dicken dann. Das wäre zu überlegen. Eisschlag. Maximal 15d6, damit erreichen wir nicht die 100. Hiermit auch nicht. Schwierigkeitsgrad 29, Zähigkeit hebt auf. Ja, 5 Würfe, kein Problem. Ich würde es mit einer Klingenbarriere versuchen. Und zwar auf die Wawakia. Oder, ist schwierig. So, eigentlich hierhin, damit es über beide geht. Geht das oder muss ich einen ins Visier nehmen? Ja, doch, geht. 27 Schaden bei beiden. Galfried ist auch geschädigt worden. Das wollte ich eigentlich verhindern. Aber es war schwierig. Sie sind beide zurückgeschossen worden. Das habe ich nicht kommen sehen. Nokori. Jetzt haben wir hier hinten eine Wawakia, die hat noch knappe 100 Punkte. Das riecht nach einem Instrument der Freiheit. Ja, liegt und steht gleich wieder auf, wegen Legendenkräften. Ja, der läuft in die... jetzt ist Galfi der Main Tank. Schattendämon ist in Furcht. Und Wolf ist dran. Jetzt wissen wir, dass die gleich wieder aufsteht. Aber da ist jetzt die Klingenbarriere dazwischen. Das ist unschön. Wobei wir Daeran sie auch wieder wegnehmen lassen könnten. Das war ja nur Mittel zum Zweck, um da ein bisschen Schaden zu machen. Das hätte Nokori auch alleine nicht geschafft. Wir könnten Daeran die Klingenbarriere wegnehmen lassen und dann könnten die anderen sich um die Wawakia stellen. Das ist wahrscheinlich momentan die beste Idee, die ich so spontan habe. Also erstmal bis zu Daeran vorarbeiten hier. Mühsam. So, Daeran.
Du nimmst bitte deine Klingenbarriere wieder weg. Gut. Und das war dann auch schon dein Zug. Leider. So. Irgendjemand muss Galfried heilen. Achso, jetzt müsst ihr euch... Also, Wolli ist so ein guter... Ich steche auf dich ein, wenn du aufstehst, Kollege. Der sollte auf alle Fälle dort stehen. Aber auf keinen Fall alleine. Schattenfang muss dabei sein. Die bilden ein gutes Team, alle beide. Um dich muss ich mich dringend kümmern. Ember steht definitiv nicht dort vorne. Ember kann aber hier zweimal ein Höllenfeuer draufballern auf den Dicken. Damit der nicht glaubt, wir hätten ihn vergessen. Das macht immer ein bisschen Schaden. Ah, Ember kriegt ihn alleine klein, wenn sie oft genug dran wäre. Lan. Ja, sind die natürlich zurückgekickt worden, was unschön ist, weil Lan dann zu weit weg steht, um mehrfach zu schießen. Dann komm doch mal ein bisschen näher. Und schieß einfach mal auf ihn. Was leider nicht geht. So, du könntest Galfried heilen. Ist das sinnvoll? Irgendwer muss es machen. Gut. Soziel. Weiß ich noch nicht, was du machen sollst. Borstel auf alle Fälle steht dort. Ich könnte überlegen, ob ich nicht einen Schlag auf Galfried mir hier gebe und Galfried da wegziehe. Oder Galfried dort drüber ziehe, damit er mit beißen kann. Ja. Gut, Schwein gehabt. So, Nokori ist auch ganz gut im Gelegenheitsangriffe austeilen. Ich nehme sie mal dort hinten hin. In der Hoffnung, dass das nicht ins Auge geht. Soziel. Tja. Was kann man da mit dir machen? Heilung auf Galfried. Mach das mal. So, jetzt geht's los hier. Was? Was war mein Main Tank? Was ist denn hier gerade passiert? Das ist auf jeden Fall Betrug. Kuramzade ist dran. Und macht erstmal Schaden auf Soziel, der ein halbes Fußballfeld entfernt steht. Das ist schon mal zu untersuchen. 54 Schaden auf Borstel. Und nochmal 124 Schaden. Aber Borstel hat doch nicht nur 200 Punkte Leben. Hä? Borstel ging's doch gerade gut? Alter, wieso Borstel jetzt so? Das verstehe ich überhaupt nicht. Borstel war doch gerade gesund, oder? Bin ich mir sehr sicher. Ja, klasse. Die Wawaki hat immer ein bisschen was abbekommen. Das muss jetzt hier entsorgt werden. Das nervt mich. Wir brauchen einen neuen Main Tank. Tja. Woljev, was ist mit dir los? Hast du für ein Problem? Ach, wegen der Todesgefahr kannst du gerade nicht angreifen. Das ist aber schön. Kein einziger Treffer, schade.
Also, hier. Was war denn das? Ja, doch, Schattenfang hat Schaden gemacht. Der hatte vampirische Schattenbarriere oder irgend sowas. Genau, das ist übel. Lan. Wenn die vampirische Schattenbarriere da ist, dann ist es am besten, wenn wir ihn mit dem Fernkampf treffen. RK50. Ein Crit dazwischen, aber es reicht noch nicht. Danke, Lan. Auferstehung auf Borstel. Wo ist Borstel? Ah, da hinten ist es Borstel. Ja, natürlich bar aller Schutzzauber. Geh du mal da weg, du bist nicht tankig genug. Ja. Kugel könnt's noch versuchen. Und schafft es. So. Eine Sorge weniger, kein Zangenbonus mehr für Gramzade. Aber Nokuri sollte da nicht stehen. Sie sollte irgendwo anders sein. So, jetzt können wir hier wieder versuchen. Zweimal einen, ihr wisst schon was zu zaubern. Schnell zaubern. Stufe 6. Das ist verbraucht. Das nehmen wir dazu. So, Stufe 6, jawohl. Und dann gib ihm die letzten zwei, die du noch hast. Ember mit ein bisschen mehr Gefühl. Da trifft ja kein einziger! Wie kann man denn zweimal viermal würfeln, also zweimal vier gleich achtmal würfeln und kein einziges Mal 12 aufwärts? Oh, das ist schon eine RK von 61. Wie macht denn der das? Diese scheiß Totems. Aber kann ich die ihm bannen? Geht das? Ich glaube nicht. Das wird noch spaßig mit dem. Geh da weg, Ember. So, Seel, du gehst da bitte auch weg. Weit weg. Wie kriegen wir den denn in den Griff? Ich hab im Moment keine Ahnung. Vielleicht machen wir doch noch mal eine Klingenbarriere hier von Soziel einer. Mal gucken, wie die wirkt. Okay, die wirkt gar nicht. Vier gewürfelt ist halt zu wenig. Oh, ab nur 5 hätte es geklappt. Boah, ey. Der Würfel trollt mich gerade wieder. Der hier kann uns alleine noch komplett auslöschen. Überhaupt kein Problem für ihn. Wenn der Würfel nicht ein bisschen, wenigstens klitzekleines bisschen mitspielt. Ja, es muss hier Galfried die nächste Runde tanken. Es geht nicht anders. Wir haben da sonst keinen stehen. Der irgendwie dran wäre. So, du kannst mal versuchen, hier Borstel wieder ein bisschen aufzubauen. Hallo? Okay, Borstel zählt, upsala, momentan offenbar irgendwie nicht, weil er noch nicht wieder da ist, so richtig. Das ist aber auch wirklich schade. Dann versuchst du doch nochmal mit einer klingenden Barriere. Ja, immer 29 Schaden macht die. So, jetzt ist er dran. Oh je.
Nee, erstmal ist Bostel dran, weil Bostel jetzt wieder mitmachen darf. Bostel hat jetzt aber leider nur eine RK von 54, das ist viel zu wenig. Und kann sich quasi auch nicht bewegen. Aber es ist eher dran. Boah, das Galfi, das überlebt hat, ist ein Wunder. Ja gut, was wollen wir machen? Wolli hat auch kein Glück. Schattenfang. Wir nehmen dich da jetzt mit ran. Lassen dich beißen. Lan. Na, das gibt ein bisschen Hoffnung. Der hat aber auch irgendeine Heilung, das muss ich auch berücksichtigen. Ja, der heilt sich jede Runde so ein bisschen. Das ist auch ätzend. So. Wenn wir rühren kann, dann rühren wir. Jetzt kommt es auf jeden Punkt Schaden an. In den nächsten Runden, die der noch am Leben sein wird. So, Nokori. Da es auf jeden Schadenspunkt ankommt, haue ich jetzt hier auch das Instrument der Freiheit raus. In jeder Runde. Weil das schön Schaden macht. Ember. Dann machen wir erstmal Sosiel. Steht mittendrin. Ich hätte gerne nochmal eine Massenheilung auf alle hier. Weil das brauchen wir bei diesem Grobian. Und dann ziehst du dich zurück. Ich meine, wir können es noch mal probieren, aber ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas debuffen können bei ihm. Diese Totem-Geschichten sind keine debuffbaren Zauber, da bin ich mir sehr sicher. Ja. Es ist einfach nichts da, was wir bannen können. Der ist genau so, wie er jetzt ist, ist er halt. Galfi, geht aber aus diesem Ding da raus. Ember, auf dir liegt jetzt auch viel Verantwortung. Wir müssen ihn mit den dicksten kommen, was wir haben. Aber eine Berührungs-RK von 31 muss man auch erstmal knacken. Mach mal die letzte Stufe 9 maximierte Zauberei mit einem Höllenfeuerstrahl der Stufe 9. Metamagisiert. Boah, 166 Ember! Okay, Ember braucht definitiv den Hauch des Guten. Die würfelt ja gerade auf dem W6. So, ich kann Borstel da noch nicht wieder hinschicken. Der ist noch nicht bereit wieder. Der ist aber gleich dran, wenn die anderen tot sind. Ich muss Borstel jetzt in der Runde aufbauen. Mit ein paar Zaubern. Oh, der steht sogar noch. Sehr gut. Voljev. Warum ist seine RK auf 56 gefallen? Weil irgendein Totem ausgelaufen ist? Ja, die Totems sind weg, tatsächlich. Ah, die Totems, die er hatte, sind jetzt weg. Das lag nicht daran, dass Deran dran war, ihn gedebufft hat. Das glaube ich nicht. Aber da kann Wolf trotzdem wenig dran machen. Der hat Berührung RK 33. Boah, ist der stark.
Mal die eingebildete Verwesung wird hier nicht viel helfen. Die eingebildete Verwesung wird nicht viel helfen. Vielleicht stelle ich ihnen einen Scirocco, vielleicht, weil das ja dann mehrfach funktioniert. Wenn ich da hinten jetzt einen Scirocco caste. Dann steht er da drin. Stab you or zap you? Why not both? Vielleicht nutzt uns das was. Auf Dauer. Na, ich weiß noch nicht, was du machen sollst. Lan hat noch nicht getroffen wieder irgendwie. Der hat diesen Debuff der Rüstungsklasse um 2 hat er wieder verloren. Das heißt, Lan, du musst bitte jetzt bitte einmal treffen, damit der diese 2 Erkarpung wieder abgezogen bekommt. Ja, gut. Perfekt. Perfekt. RK 54, das hilft nämlich dann den anderen. Und den anderen hilft auch Aibu in Gestalt von einer Heilung auf Galfried, der sehr gut tankt. Nokori bleibt bei dem Instrument der Freiheit. 82. Um die 80 jede Runde. Und das noch 4 Runden lang. Ist gut. Ja, die Mieze kann... Ah, RK 54 ist eigentlich gut. Also niedrig. Niedrig genug, damit Schattenfang da ordentlich reinhauen kann. Wir geben ihm den Hauch des Guten. Und geben... brauchst du so ein Schild, damit wir ein bisschen die RK aufbauen. So, Schattenfang, du bist noch unter Hass, darfst 6-mal angreifen. Du hast jetzt einen Angriffsbonus von 51. Glaube ich. Der hat RK 54, da geht auch was. Ein Crit dazwischen, sehr schön, wir kriegen ihn. Aber wahrscheinlich nicht in dieser Runde. Wobei, wenn Ember einmal merkt, dass sie mit einem W20 würfeln darf, statt mit einem W6, dann könnte das sogar noch klappen. Er hat noch 189 Punkte. Eigentlich müsste ich jetzt alles draufhauen, was geht. Die Zwielichtattacke. Zähigkeit 29 muss er würfeln. Überhaupt kein Problem. Da wird der Schaden aber nur halbiert. Ist aber Kälteschaden. Hat er nur eine Resistenz. Da könnte ein bisschen was durchkommen. Ich versuch's. Da kommt ein bisschen was durch. So, Galfried. Kann's versuchen. Da kommt eine ganze Menge durch. Der liegt jetzt. Er ist noch am Leben. Galfried hat ihn umgeschmissen. Das Kampfmanöver hat funktioniert. Sehr gut. Ember. Berührungs-RK 31, Ember. 33 Trefferpunkte. Ember, ich bin sauer, wenn das nicht funktioniert. Schnellzaubern, Stufe 6, nutzt uns nichts, oder? Ja, wobei, da geht ja eigentlich auch ein sengender Strahl, wenn wir den 2-mal machen, oder? Das muss doch auch gehen. Hoffentlich ist das jetzt kein Denkfehler. Wir schalten das Schnellzaubern an. Und Ember macht's mit einem sengenden Strahl. 25 von 33, noch 8. Noch einmal so ein Treffer, dann ist er hinüber. Bumm. Oh! Gebt ihm den letzten Rest, Heldis.
Was passiert jetzt? A dear guest on my doorstep. Please do come in. You have been long awaited. Auweia. Ich habe nicht mal die Chance, jetzt hier das Episodenende auszurufen nach diesen beiden heftigen Kämpfen, die wir ja hatten. Gerade der Kampf gegen Khorram Zadeh, der war natürlich sehr, sehr ausufernd. Sorry, aber ich brauche halt meine Zeit bei solchen kniffligen Kämpfen. Ich breche hier die Episode ab und weiter mit Arelu Vorlesch geht's im nächsten Teil. Bis dahin!